den Menstrualhygienetag. Was? Denn, wie sie sagt, das Schweigen über die Monatsblutung vermittelt menstruierenden Menschen, dass sie immer noch schambehaftet sei, die Menstruation, menstruierende Menschen. Und die sagen, einer von drei Männern kriegt es, meine ist in Ordnung, deshalb muss es einer von euch sein. Oft Frauen, oft Frauen. Oft zu beobachten, ist die Dame jung und hübsch, kommt die Hilfe meist schnell. Leider lässt sie manchmal auf sich warten, wenn die Figur nicht mehr ganz so makellos ist. Dass sich sogar unser Bundespräsident Frank-Walter Steinklotz gemeldet hat. Am meisten hat mich überrascht, dass er noch da ist. Dass er lebt. Das war ja schön, das zu sehen. Denn in der Regel bekleidet er sein Amt mit der Vitalität einer Moorleiche. Alle, die ihn sahen, meinten nur, mein Gott, Walter. Und er hat gesagt, ich bin zu weit gegangen. Das stimmt nicht. Ganz viele Menschen in unserem Land hätten sich gewünscht, er wäre noch viel weiter gegangen. Wenn es nach mir geht, bald. Irgendwo hin, wo der Pfeffer wächst. Habeck meinte auch, die ganze Sache mit dem Heizungsgesetz wäre ein Test gewesen, wie weit man gehen kann. Das war eine völlig neue Form der Politik, dass Gesetze nicht einem bestimmten Zweck dienen, sondern der Auskundschaftung der bürgerlichen Leidensfähigkeit. Voll des Neides, der Lust und der niederen Arglist. Unsere Familienministerin Lisa Paus setzt sich ein für blutende Menschen. Sie feierte am Dienstag den Menstrualhygienetag. Wüsste ich nicht, was es in Gedenken an den schlimmsten Tag meines Lebens zu feiern gibt. Denn, wie sie sagt, das Schweigen über die Monatsblutung vermittelt menstruierenden Menschen, dass sie immer noch schambehaftet sei, die Menstruation, menstruierende Menschen. Es gibt zwei Kategorien von Menschen. Oft Frauen. Oft Frauen. Und, es ist sehr schwer zu beurteilen. Und sie sagt, ein Schweigen über Monatsblutung sei, ich zitiere wörtlich, mit Folgen für Bildungs- und Berufschancen und gesellschaftliche Teilhabe verbunden. Was haben wir davon? Sagen Sie schon. Na, Bildung. Ach, das war wohl nichts. Ist das so? Ja. Hey, Frau Paus konnte wahrscheinlich beruflich nur so weit kommen, weil sie die ganze Welt immer detailliert über ihre Menstruation informiert hat. Ich höre, es ist wunderschön da unten. Palmwedel, Schmetterlinge, da möchte ich gern mal hin. Ich hoffe, sie fängt nicht auch noch an, in der Öffentlichkeit lautstark aus den Augen zu bluten, wie eine Marienfigur. Ich sag mal, jetzt haben wir bei der Alten ihrem Körper schon fast jedes Körperteil ausgetauscht. Nur das, was am dringendsten ausgewechselt werden müsste, ist noch da und das ist ihr Gehirn. Ja, es ist schon immer wieder überraschend, wie bei uns die öffentliche Erregung funktioniert. Die Meldung, dass in einer Bar auf Sylt schlimme Lieder gesungen wurden, kam in den Nachrichten vor dem Ukraine-Krieg und dem Nahostkonflikt. Stellt den rechten Fuß vor. Stellt den rechten Fuß zurück. Stellt den rechten Fuß vor und schüttelt ihn schön. Dann kommt es euch so vor, als würde er verdrehen. Ich denke, das ist für viele ein schöner Anreiz, auch mal was zu singen. Schöne fremde Mann, du bist lieb zu mir. Nancy Faeser meinte, solche Gröhlereien seien eine Schande für Deutschland. Da ist offenbar der Geist von Björn Höcke in sie gefahren. Der Junge war in sexueller Hinsicht sehr aktiv. Bei ihm ging es immer nur bang, bang, bang. Verstehst du? Hieß es nur bang, 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 bang. Bangedi Bang, ich sag Bang Bang Bang. Ich sag Bang Bang Bangedi Bang. Hey, bang. Was singst du da? Ein Liedchen über die Mädels, die Björn Höcke in letzter Zeit geknallt hat. Da bin ich bei einer Strophe dabei. Mal los! Bang Bang Bangedi Bang, ich sag Bang Bang Bangedi Bang. Bang 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 Bangedi Bang, ich sag Bang Bang Bangedi Bang. Bang 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 Bangedi Bang, ich sag Bang Bang Bangedi Bang. Bang 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 bang
Natürlich war das Ganze ekelhaft. Ja? Aber ich glaube, dass auch in anderen Ländern bei alkoholischer Hirnbetäubung irrer Scheißdreck gesungen wird. Nur kommt das da nicht in den Hauptnachrichten. Ja, dann mach doch deinen Scheiß! Der Anlass war vollkommen nichtig. Überrascht hat mich. Nein. Nein. Überrascht. Wirklich überrascht hat mich, dass sich sogar unser Bundespräsident Frank-Walter Steinklotz gemeldet hat. Am meisten hat mich überrascht, dass er noch da ist, dass er lebt. Lebe geht weiter. Wer das gesagt hat, kleiner Tipp, war zweimal in Frankfurt Trainer, Spitzname Steppi. Das war ja schön, das zu sehen, denn in der Regel bekleidet er sein Amt mit der Vitalität einer Moorleiche. Viele hätten sich gewünscht, Steinmeier wäre vorher vielleicht schon mal aus dem Koma erwacht. Es gibt ja viele strittige Themen, zu denen er sich mal hätte äußern können. Ja, die Leute machen sich ja viele Sorgen über den ökonomischen Absturz Deutschlands, über Migration, auch über Kriminalität. Da ist er nicht von aufgewacht. Ne? Wer weiß, wie die Empörung über den Sylter-Singsang ausgesehen hätte. Das wäre ein schönes Experiment gewesen, wenn die da statt Ausländer raus, Juden raus gesungen hätten. Dann wären die Sänger in den Nachrichten keine Nazis gewesen, sondern linke Aktivisten. Da hätten sie an unseren Universitäten weiter singen können. Wir zwei werden jetzt ein Lied singen, aber eigentlich brauchen wir dazu noch einen Jungen. Ja. Mana, mana.